Freunde, wie ihr wisst, ändern sich Zeiten und somit auch der Content hier auf Lenny Brick. Ja, die Lego-Tage sind gezählt. Frieda und ich konnten uns einfach in der letzten Zeit nicht mehr wirklich mit Lego identifizieren und sind deswegen jetzt auf Playmobil umgestiegen. Ja, dementsprechend habe ich mir auch direkt den neuesten Reiterhof gekauft mit der Setnummer 5671. Er besteht aus 81 Teilen und schaut mal, wie viele Minifiguren dabei sind. Es ist sogar der goldene Striegel dabei. Freunde, der goldene Striegel, welcher ja auf Bricklink. Ja, gut. Freunde, ihr wisst, wir wären nicht Lenny Brick, wenn da wirklich ein Playmobil-Set drin gewesen wäre. Wirklich drin war dieses Prachtexemplar hier. Ja, Freunde, ich hab's gemacht. Oh my God, okay, it's happening. Die Meinungen in den Kommentaren zu dem Todesstern waren ja eher geteilt. Kleines Dankeschön an der Stelle nochmal an Frieda, dass er die Kommentare, welche wir im FAQ-Video eigentlich beantworten wollten, schon unter dem letzten Video in den Kommentaren beantwortet hat. Grüße gehen raus. Aber für mich persönlich war es ja schon immer so ein kleiner Traum, dass ich irgendwann mal meine UCS-Sammlung mit diesem Glanzstück einfach abrunde und jetzt hatte ich eben ein gutes Angebot bekommen und konnte mich nicht lumpen lassen. Wir werden diesen Todesstern hier auf dem Speedbuild-Kanal von Brickstory auf jeden Fall aufbauen und nach dem Aufbau werden wir euch direkt unsere UCS-Sammlung zeigen. Das heißt, wir werden alle UCS-Modelle zusammensammeln und die eben in eine Reihe stellen und euch einen kleinen Rundgang über unsere UCS-Sammlung geben und das wird natürlich das Glanzstück sein. Ich bin super froh, dass ich dieses Set endlich in meinen Armen halten darf. Und ich muss sagen, man sieht auf jeden Fall, dass es ein dicker Brummer ist. Also das sind alle Tüten, die mit dabei gewesen sind. Auch hier der Laser, das Todesstern. Und haben wir uns auf jeden Fall was vorgenommen, gerade auch für den Speedbuild-Kanal von Brickstory. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, es sind doch einige Teile verschmutzt, dementsprechend werden wir die Teile waschen gehen. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, wie man Lego am besten wäscht. Das könnt ihr euch gerne hier oben rechts anschauen. Und ansonsten packe ich jetzt die ganzen Steine mal in diese Taschen rein. Und ja. Freunde, wir sind jetzt bei mir im Bad und ich packe die Lego-Steine immer vorm Waschen noch in einen Kopfkissenüberzug. Ich habe gerade keinen frischen gefunden, deswegen musste ich einfach den von meinem Kopfkissen abziehen und ja, muss jetzt schauen, wie ich heute Abend, was für ein Kopfkissen ich benutzen kann oder ich eben einen neuen organisiert bekomme. Aber ich habe jetzt hier den Todesstern auf der Waage liegen und ich schaue mal, ob ich hinkomme und ob man es sieht, aber ja, okay, man sieht es leicht. Er wiegt ungefähr 3,5 bis 4 Kilo, Tendenz eher zu 4 Kilo. Also das ist doch auf jeden Fall auch ein Statement für ein Lego-Set. Und ja, wir packen den jetzt in die Waschmaschine. So,
So, Freunde, jetzt ist das Lego in der Waschmaschine. Ich habe noch einen Bettbezug dazu gegeben, dass das eben nicht so rumschlackert. Und was jetzt noch fehlt, sind meine weißen Schuhe, da die auch mal wieder eine Reinigung, ja, nötig haben. Das ist doch ein ganz cooles Bild. Ja, Freunde, und das ist doch mal wieder ein typischer Sonntagnachmittag bei uns, Lenny Brick. Ja, die Schuhe in Kombination mit dem Lego ab rein in die Waschmaschine. Und ja, wir schauen jetzt, wie das Endresultat ist. Das Lego wird auf jeden Fall in der Sonne getrocknet, da heute zum Glück gutes Wetter ist. Und ja. So, Freunde, das Lego ist trocken. Gestern hat zum Glück den ganzen Tag die Sonne geschienen. Und ja, das war es dann auch schon von dem Video. Ich wollte euch heute in diesem Video einfach nur ein bisschen, ja, den Todesstern nahebringen. Hier wird, ja, das nächste Video wahrscheinlich drauf passieren. Und zwar stelle ich euch dann den Lucre-Hulk-Mock vor. Allgemein, das Projekt mit der Separatistenflotte soll natürlich nicht eingestampft werden. Deshalb wird wahrscheinlich das nächste Video das Lucre-Hulk-Video oder eventuell das FAQ. Und Freunde, schaut mal, woran ich gerade arbeite. Okay. Ja, die Kantine ist gekommen. Die wurde uns von Brickstory zur Verfügung gestellt. Das wird auf seinem Kanal Brickstory Builds kommen und daran arbeiten wir jetzt noch. Und wenn wir mit diesem Projekt fertig sind, dann wird erstmal schön der Stop-Motion-Film weitergearbeitet. Ja, damit dieser auch jetzt mal zügig rauskommt. Ich denke, wir werden, diese Woche wird es nicht mehr möglich sein, aber nächste Woche einen Teaser hochladen und dann wird auch das Stop-Motion-Video kommen. Ihr könnt euch darauf freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.